Vandalismus oder Kunst? Hier wurde diese Frage schon beantwortet. Dieser Banksy hat Anerkennung und Schutz als Kunstwerk bekommen. Bei den Werken von Sipper die Rakete ist das mit dem Beschützen schwieriger, denn ihre Kunstwerke lassen sich leicht entfernen. Das macht sie zwar nicht weniger illegal, aber zur begehrten Beute von Kunsträubern, die damit ihr Heim dekorieren. Deswegen müssen sich die beiden Künstler regelmäßig auf den Weg machen, um ihre Kunstwerke zu erneuern. Wir haben die beiden auf ihrer Tour begleitet. Das Ergebnis des jüngsten nächtlichen Einsatzes von Sipper die Rakete. Das Street-Art-Duo hat inzwischen mehrere hundert seiner Styrodur-Raketen in ganz Hamburg verteilt. Styrodur, ein Hartschaumstoff, der von Architekten und Handwerkern gern genutzt wird. Für die beiden das perfekte Material. Man kann sehr kleinteilig damit arbeiten und wetterfest ist es auch. Die Rakete verkörpert für die Jungs den Kern von Street Art. Raketen sind einfach ein wahnsinniges Bild irgendwie für so Popkultur. Also gerade also so in den, weiß ich nicht, 70er Jahren, 60er Jahren irgendwie, jeder wollte Astronaut werden. Das ist einfach für uns ein wahnsinnig starkes Symbol. Symbol, ja. Also für Pop und für auch so einen Freiheitsdrang. So. Ja. Es gibt nirgendwo mehr Space als im Space. So, ne? Vor allem in der Schanze und in St. Pauli finden sich von Graffitis über Stencils bis zum Styrocard die verschiedensten Stile. Das Ziel der Künstler ist aber immer dasselbe, sich Platz schaffen im öffentlichen Raum. Auch wenn das Verteilen der Kunst an fremden Hauswänden grundsätzlich strafbar ist, fallen die Reaktionen beim Publikum unterschiedlich aus. Ich mag es nicht so gern, wenn es überall irgendwas ist. Ja, kommt drauf an, nicht? Aber es gibt witzige Sachen da. Nee, also ich finde es hier auch in der Schanze eigentlich ganz cool, dass alles so bunt ist. Die Leute, die das machen, die sind sehr kreativ und mutig. Und das finde ich fantastisch. Aber die Hausbesitzer, die werden eine Büse. Wir hatten eine nette Dame, die haben wir kennengelernt. Hat sich große Sorgen gemacht über die Passanten, die verletzt werden könnten von den runterfallenden Raketen. Und sie müsste dann für den Schaden, für den gesundheitlichen Schaden aufkommen und deshalb hat sie die abgenommen. Hat sie dann in ihrer Garage aufgehängt, ja, weil sie sehr schön fand und jetzt also gibt sie die nicht wieder raus. Ansonsten gab es bisher keine Probleme, deshalb wird fleißig weitergebaut. Da sie keine feste Werkstatt haben, sind sie heute bei ihren Kumpels in der Affenfaustgalerie untergekommen. Auf Reisen nimmt Sipper die Rakete gerne ihr Equipment mit und so hängen die Werke auch in Berlin, Wien und Paris. Eigene Ausstellung gibt es inzwischen auch und die Raketen kommen an. Nicht nur bei zahlungskräftigen Kunstliebhabern, sondern auch bei Street-Art-Jägern, die sich die Werke in der Stadt abpflücken und mit nach Hause nehmen. Ja, manchmal kriegt man auch Tipps, wer Sachen eingesagt hat, die besuchen wir dann auch gerne mal, die Leute. Uns wurden tatsächlich auch schon welche zum Kauf angeboten, was auch dann ganz witzig ist. Also es ist sehr skurril. Es ist halt auch eigentlich sehr schade, wenn man was macht für den öffentlichen Raum und da viel Arbeit reinsteckt, so dass dann Leute aus Ehrgeiz oder aus Eigennutz oder was sich die Sachen irgendwie aneignen. So. Das nervt halt. Kein Witz. Bekommen die Jungs einen Tipp, holen sie sich ihre Raketen einfach zurück. Einen solchen Besuch hat das Sipper-Einsatzkommando hier mit der Kamera festgehalten. Die Kamera bitte aufmachen. Wir nehmen jetzt die Sachen mit. Dann kannst du weiterfahren. Und alles ist gut. Gerne. Was sind die Kleine? Gehen die nicht für dich raus? So war jemand richtig aktiv. Also einer richtig fleißig hier. Für Nachschub wird gesorgt. Hier verlässt gerade ein neues Exemplar die Abschussrampe.